Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar habe ich heute den Lesemonat Mai für euch. Im Mai habe ich insgesamt 5 Bücher geschafft und diese möchte ich euch heute zeigen. Begonnen hat mein Lesemonat mit New York Diaries Sarah, und zwar von Carey Price alias Adriana Papesco. Genau, dieses Buch ist ja quasi der zweite Teil der New York Diaries. Das Ganze ist eine Reihe, die man jedoch unabhängig voneinander lesen kann. Es geht nämlich immer um unterschiedliche Personen, die im gleichen Haus wohnen, und zwar im Knights Building. In diesem zweiten Teil geht es um Sarah. Sarah ist nach New York gekommen, um als Musikjournalistin durchzustarten, aber sie hat nicht so recht den Erfolg. Sie hat selber so einen kleinen Musikblog, aber viel mehr hat sich bisher nicht getan. Und sie hält sich so mit Gelegenheitsjobs über Wasser und ist eigentlich gerade gar nicht so glücklich mit ihrer Situation. Ja, ich muss leider zugeben, dieser zweite Teil hat mir nicht ganz so gut gefallen. Den ersten hatte ich ja total verschlungen und war auch ganz wild auf diesen zweiten Teil. Aber ich habe sehr, sehr lange gelesen. Ich habe auch mal zwischendurch andere Bücher eingeschoben. Irgendwie wurde ich mit dieser Story und mit Sarah nicht wirklich warm. Ich kann euch gar nicht sagen, woran es gelegen hat, aber es war nicht so mein Buch und ich hatte dem jetzt, wenn ich Sterne vergeben müsste, vielleicht 3 Sterne vergeben, war jetzt okay, aber leider nicht so toll, wie ich es mir erhofft hatte. Als nächstes war dann ein Buch, was ein absolutes Highlight von mir geworden ist, und zwar von Cecilia Ahern-Flott. Wie perfekt willst du sein? Dieses Buch ist ja letztes Jahr schon in aller Munde gewesen und wurde ganz oft gezeigt. Und auch mir hat dieses Buch super, super gut gefallen. Hier geht es ja um Celestine, die in einer scheinbar perfekten Welt lebt. Und sie begeht einen Fehler. Und daraufhin wird sie gebrandmarkt als fehlerhafte. Und ja, sie kommt dann auch so langsam hinter dieses System, so wie eine Dystopie eben ist. Und fängt an, das Ganze zu hinterfragen. Ich fand es super gut geschrieben, super spannend, super fesselnd. Musste immer weiterlesen und ich fand es einfach grandios. Und lese jetzt gerade auch den zweiten Teil, weil ich natürlich wissen möchte, wie es weitergeht. Und für alle Dystopie-Fans kann ich das wirklich nur euch wärmstens ans Herz legen. Schaut euch mal dieses Buch an. Ein ganz, ganz tolles Buch. Weiter ging es dann, mal gucken, dass ich die Reihenfolge vielleicht anhalte. Du erinnerst mich an Morgen von Katie Marsh. Das Buch hat mir auch richtig gut gefallen. Es ist, klingt erstmal so nach Chick-Lit, locker leicht, hat aber einen, wie ich finde, ernsteren Hintergrund. Hier geht es um Zoe. Zoe ist kurz vor ihrer Hochzeit, also quasi schon auf dem Weg zum Traualtar, als sie einen Hilferuf ihrer Mutter erreicht, dass sie ganz dringend ihre Hilfe braucht und sie bitte kommen soll. Dazu muss man sagen, wenn man sich jetzt wundert, warum die Mutter nicht auf der Hochzeit ist, Zoe und ihre Mutter haben vor Jahren miteinander gebrochen und haben keinen Kontakt, deshalb ist die Mutter da auch nicht eingeladen. Und dass Zoe sowieso so ein bisschen am Zögern ist, ob diese Hochzeit die richtige Entscheidung ist, beschließt sie dann, von der Hochzeit loszustürmen und ihrer Mutter zu Hilfe zu eilen, was natürlich einen riesen Rattenschwanz hinter sich zieht, denn ihr Fast-Ehemann ist dann natürlich nicht begeistert davon und das gibt dann einen riesen Krach und Zoe entdeckt dann aber, dass ihre Mutter sich total verändert hat, als sie zu ihr kommt, und stellt dann fest, dass ihre Mutter mit gerade mal, ich glaube Mitte 50, an Alzheimer erkrankt ist, und Zoe beginnt dann so ein bisschen zu bereuen und auch zu hinterfragen das Verhältnis von ihr und ihrer Mutter, und weiß dann, dass die Zeit sehr, sehr knapp wird mit ihnen beiden, und fragt sich dann, ob sie eben nicht doch wieder an die Seite ihrer Mutter möchte, um vielleicht etwas verlorene Zeit wieder gut zu machen. Man erfährt sehr, sehr lange nicht, was das Ganze auch so ein bisschen spannend macht, finde ich, was denn der Grund war, warum die beiden miteinander gebrochen haben. Also es dauert sehr, sehr lange, das Ganze, bis wir dann erfahren, warum das eben so war. Hat mir sehr gut gefallen. Ein sehr schönes, aber auch etwas emotionales Buch. Dann habe ich doch was eher locker Leichtes wieder gelesen, und zwar von Emilia Schilling,
Frühlingsglück und Mandelküsse. Das Ganze spielt in Wien. Dort lernen wir Charlotte Paul, genannt Charlie, kennen. Sie arbeitet in einem 4- oder 5-Sterne-Hotel in der Patisserie als Chefin dort. Und ja, eigentlich könnte das Leben ganz schön sein, doch dann wird es recht chaotisch bei Charlie. Zum einen läuft sie ihrem neuen Chef direkt zu spät, total verpeilt, klaut ihm noch auch den Parkplatz über den Weg. Und das Verhältnis der beiden ist eher so, naja. Und zum anderen gibt es ein bisschen Ärger mit ihrem Freund. Und zwar mit, wie heißt der denn? Mit Eddie. Da gibt es so ein bisschen Reibereien, weil Charlie nicht so in seine Familie passt. Und die beiden sich auch immer wieder so ein bisschen in Streit geraten. Und das wird dann alles recht chaotisch. Hat mir gut gefallen. Ist halt ein locker leichtes Buch für zwischendurch. Was aber jetzt gerade so Frühling, Sommer natürlich immer sehr gut passt. Im Gegensatz dazu habe ich dann nochmal ein etwas ernsteres Buch gelesen. Und zwar von Anne McPartlin, Die letzten Tage für Rabbit Hayes. Das ist ja auch ein Buch, das war was letztes Jahr, vor 2 Jahren in aller Munde. Haben ganz, ganz viele gelesen. Ich muss sagen, ich habe mir sehr, sehr viel von dem Buch erwartet, aber so emotional, wie ich gehofft habe, war es dann irgendwie leider gar nicht. Hier geht es hier im Rabbit Hayes. Wir begleiten sie die letzten Tage in einem Hospiz. Also wir wissen, sie ist krebskrank und sie wird sterben. Und wir begleiten sie dann eben die letzten Tage, in denen sie dann Abschied von ihrer Familie, von ihrer Tochter nimmt. Und erfahren dann auch so ein bisschen in Rückblenden über ihr Leben, über das Leben ihrer Familie. Ich fand's okay, hatte mir aber, ich weiß nicht, ob ich da auch mit zu hohen Erwartungen drangegangen bin, irgendwie viel mehr Emotionen erhofft, die mir so ein bisschen gefehlt haben. Es war okay, aber wie gesagt, ich hatte irgendwie mehr erwartet. Keine Ahnung, ob da meine Erwartungshaltung zu hoch war, weil das Buch eben so viele gute Kritiken hatte. Ich kann es euch nicht sagen. Ich fand's okay, aber nicht so emotional, wie ich mir das erhofft hatte. Ja, das war mein Lesemonat für den Mai. Ich bin eigentlich ganz zufrieden mit den 5 Büchern. War bunt gemischt, von locker leicht über doch etwas ernster. Ich freue mich jetzt auf den Juni, da der Sommer jetzt auch da ist. Und ich denke, da werde ich so einige schöne Sommerbücher auch lesen und mal schauen, was noch alles auf mich zukommt. Das war's dann. Bis dahin. Tschüss.